So, ihr lieben Fahrschüler, jetzt kommen die Ergebnisse zur Fahrprüfungen, die heute Morgen leider nicht stattgefunden sind, weil der TÜV-Prüfer mal wieder beim TÜV-Bilderstöckchen krank war. Und natürlich hat der TÜV in Bilderstöckchen keinen Ersatzfahrprüfer gestellt. Das heißt, alle Fahrprüfungen bei uns heute in der Fahrschule fielen aus. Traurige Sache, lieber TÜV-Bilderstöckchen, dass man da wirklich keinen Ersatzfahrprüfer bekommt, weil man hat ja mit Sicherheit auch irgendwelche Prüfer, die auf der Strecke prüfen, die auch eventuell mal so ein bisschen einspringen können für einen Führerschein. Weil da steckt ja einiges hinter, weil erstens der Fahrschüler, ja, der kann an diesem Tag keine Fahrprüfung machen, ist aufgeregt gewesen, hat sich auf die Prüfung gefreut und auf einmal keine Prüfung. Die Fahrschule, da gibt's Ausfälle dann. Und insbesondere auch der Fahrlehrer, der bekommt nämlich diese Zeit nicht bezahlt, lieber TÜV. Ja, also vielleicht in Zukunft würde ich mir doch da mal überlegen, vielleicht schon im Vorfeld irgendwie immer Ersatzprüfer einzuteilen. Also ich kenne das so, wie zum Beispiel hier bei der KVB, nur mal ein Beispiel, wenn da Busfahrer ausfallen, die haben jeden Tag en masse Ersatzbusfahrer, die dann einspringen können. Nur mal ein Beispiel. Aber hier beim TÜV in Wilderstöckchen, irgendwie kriegen die das nicht hin. Kann ja mal passieren, aber ich mache jetzt diesen Post, weil das schon sehr oft passiert ist. Ja, es ist für alle ärgerlich, man kann immer mal krank werden, das ist kein Thema. Aber so eine Institution wie ein TÜV, der sehr viele Prüfungen hat und damit auch einen hohen Umsatz macht und auch mit Sicherheit einen guten Gewinn erzielt, der könnte dann für solche Situationen mal mit Sicherheit wo Ersatzprüfer haben, die auf Abruf denn parat stehen. Wäre vielleicht mal eine Idee wert, ja, überlegt es euch mal. Für mich ist es ärgerlich gewesen, insbesondere für die Fahrschüler ist es ärgerlich, weil die warten jetzt wieder auf einen neuen Termin und sind wieder eine ganze Zeit aufgeregt und müssen natürlich, und das ist das Blöde an der ganzen Geschichte, bis dass der neue Termin kommt, wieder Fahrstunden nehmen, damit die, ich sag immer, im Saft bleiben, ja, damit die in der Übung bleiben und das kostet natürlich auch eine Menge Geld. Bei uns zum Beispiel eine Doppelstunde über 120 Euro. Und wenn ich 3 Wochen auf eine Fahrprüfung dann wieder warten muss, ich empfehle immer, einmal pro Woche eine Doppelstunde zu nehmen, kann man sich das an 5 Fingern ausrechnen, was jetzt diese neue Ersatzprüfung kostet. Vielleicht da mal drüber nachdenken und ja, ansonsten habt noch alle eine schöne Woche. Heute Abend live bei mir, Fahrlehrer-Sprechstunde. Vielleicht quatschen wir mal darüber. Euer Herr TikTok-Fahrlehrer.